Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde, zu Kaltschoss, der Rache des Regengottes. Ja, wir sind noch groß bei der Arbeit. Du brauchst noch machst noch drei Wolle, hoffe ich mal. Bevor wir die Regenkrieger da oben angreifen können. Die Meister Mayas. Meister Bogenschützen. Der Kriegsturm ist etwas angeschadet und sie reparieren ihn nicht. Juhu. Ja, die Indianer sehen es aus, als hätten sie ihr gesamtes Arsenal schon verpulvert an Leuten. Bei ihnen könnte ich einfach Speerträger anheuern. Oder? Nee, Axtkämpfer. Aber ja, eigene Leute machen ist wahrscheinlich effektiver. Und ja, ich sollte wieder auf Speed stellen. Könnte helfen. So, du tauscht weiterhin Eisenwerkzeuge, oder? Wo bist du denn? Ach, du kommst erst da an. Ach so, du tauscht jetzt Geschirr gegen Gold. Nee, ich glaube, du solltest dann erst einmal. Wieder zwischen den beiden tauschen. Und zwar. Gold haben wir auf 50 eingestellt, ist okay. Bei unserer eigenen Goldschmiede produziert er definitiv mehr. Jetzt nimmst du Gold wieder mit. Auch gut. Ihr holt Gold von da unten, ich glaub's nicht. Ich breche euch beide mal ab in der Hoffnung, dass ihr dann. Nach Hause geht, bevor ihr mich hier verhungert. Das wäre nämlich jetzt eine Katastrophe geworden. Sowas sollte eigentlich einfach nicht passieren, ganz ehrlich. Ja, was auch immer auch mein Schäfer da treibt. Lassen wir mal fertig arbeiten. Okay, die haben es beide schon mal wieder hierher zurückgeschafft. Er ist auch hungrig. Ja, ist okay. Er ist ja hoffentlich auch schon wieder auf dem Rückweg. Ja, ist er.
Ja, die holt jetzt Gold von hier. Gut. Wo ist mein Träger mittlerweile? Immer noch da unten unterwegs. Naja. Ja, Geschirr wird halt mehr als genug produziert. Das heißt, ich könnte eigentlich wirklich Gold gegen Geschirr jetzt dann eintauschen. Sobald die Straße fertig ist. Gewünschte Warenmenge hergestellt. Okay. Was heißt, du webst das Ganze jetzt mal? Schuhe haben wir noch genug. Du isst mal weiter den Jäger leer. Okay, er sammelt erstmal von hier ein. Ja, hier qualmt es. So, du... So, Schuhe. Okay. Du solltest dich jetzt auf jeden Fall hoffentlich mal regenerieren. Hey, Waffenröcke. Wer ist eigentlich zurzeit unser Bogenmacher, unser Druide? Gut, wir haben endlich Gold, das die Träger holen können. Oh, da warten wir mal ein bisschen. Wir können ja einfach mal einen Blick auf die Statistik werfen. Warten. Eisenrüstung haben wir 15. Und Schwerter haben wir auch 15. Also stellen wir das Ganze mal jeweils auf 9. Wir wissen eh, dass er Überschuss produzieren wird. Also 25, 15 rum dürften wieder reichen. Ich hoffe nämlich mal, dass die Indianer jetzt wirklich gute Vorarbeit geleistet haben und... Auch wenn das jetzt Meisterkrieger sind, so ganz so übel stark wirken sie dann doch nicht. Die sind vielleicht ein Tick besser als Level 3, Stufe 3 Soldaten. Aber auch nicht so viel stärker, hoffe ich mal. So dass wir sie mit einer kleinen Übermacht ziemlich leicht besiegen können. Nimmt er jetzt von hier unten irgendwo Steine? Pilz sind noch ein paar da. Ja, mehr ist genug.
Er bringt die nächsten 10 Goldnuggets. Auch gut. Haben wir etwa keine Steine mehr oder was? Doch, haben wir noch. Ach, aber ihm ist wahrscheinlich das Stein hier unten lieber. Ja, hier sind zum Beispiel noch kleine Steine, die er einsacken könnte. Oder die da. Viel hat er ja nicht mehr zum Glück. Ja, da wird er zum zweiten Händler und handelt. Wie sieht's mit Eisenwerkzeug eigentlich aus? Wir hätten viel Eisenwerkzeug mittlerweile wieder. Aber Geschirr haben wir mehr und ja. Gut, der Weg ist um einiges weiter. Aber Eisenwerkzeuge sind da doch etwas wertvoller. So, du, Waffenschmied. Das heißt, wir sind jetzt auf 23 Eisenrüstungen hoch. 25 Eisenrüstungen hoch. Okay, wir haben den Weber erfunden. Ja, das ist gut. Bogen haben wir 15, Waffenröcke haben wir im Augenblick nur 9. Nahrung. ...442. Bier haben wir jede Menge. Holzwerkzeug, Lederrüstung. Wir haben 0 Möbel. Ah. Wir kriegen aber hier eigentlich Holz noch. Wir haben gar kein Holz mehr hier. Oh, er bringt mal Öl. Du kannst trainiert werden. Bjarni kann trainiert werden. So, und unser Bauarbeiter, der ist auch fertig. Also ab in die Schule. Na, er wird bald beten gehen müssen, aber er muss ja zum Glück nur darüber zum Tempel. Also wieder Eisenwerkzeuge. So, du brauchst eine Trägerausbildung. Du musst dich mal ausruhen, so wie es aussieht. Nee, du brauchst einen Gesprächspartner.